Also man soll ja nichts versprechen, was man nicht halten kann, aber ich verspreche, ich versuche die 5 Minuten einzuhalten. Liebe Genossinnen und Genossen, wir sind in der Wahlkampfauswertung und in der Leitbilddebatte, deswegen möchte ich natürlich, wie alle anderen auch, meine Vorredner, die meinen Redebeitrag mit kurzen Sätzen oder 3 Sätzen zur Wahlauswertung beginnen. Es sind ja hier schon Begriffe gefallen wie Enttäuschung, es sind auch Begriffe gefallen wie kein Grund zur Euphorie, die bezüglich des Wahlergebnisses von mehr als 8% formuliert wurden. Und ich muss für mich sagen, es ist natürlich dieses Wahlergebnis kein Grund zur Euphorie, es ist aber auch kein Grund, in Sack und Asche zu laufen. Weil als Volkswirtin schaue ich mir da wahrscheinlich immer langfristige Entwicklungen an, weniger die Ausschläge nach unten und auch nicht unbedingt die Ausschläge nach oben. Und wenn man sich diese langfristigen Ergebnisse ansieht, nämlich der Punkt, dass wir an das Wahlergebnis von 2005 anknüpfen konnten, unser Auftaktwahlergebnis, dann ist es für mich die Schlussfolgerung, wir haben gezeigt, dass wir langfristig Politikangebote machen konnten, gemacht haben. Wir haben gezeigt, dass wir mit diesen langfristigen Politikangeboten auch in Verbindung gebracht wurden. Und wir haben gezeigt, dass wir langfristig auch verankert sind inzwischen in dieser Gesellschaft und nicht mehr zittern müssen, kommen wir in den Bundestag oder kommen wir nicht in den Bundestag, sind wir eine kleine Ostgruppierung oder sind wir es nicht. Und ich denke, wenn man sich die Geschichte der PDS und auch die Geschichte der Linken ansieht, ist das für sich ein sehr großer Erfolg, auf den wir auch stolz sein können. Aber ich sag mal, als längerfristige Halbmarathonläuferin weiß ich auch, dass jedes Ergebnis zu verbessern ist und man auch jedes Ergebnis verbessern sollte. Und das gilt für uns in Brandenburg natürlich auch. Ich denke, dass wir in den letzten 4 Jahren gezeigt haben, dass wir die Gesellschaft verändern können mit unseren Politikansätzen. Und ich möchte an einen Satz von Bernd von heute Morgen anknüpfen. Es geht nicht darum, an der Regierung zu sein, sondern es geht darum, Macht auszuüben. Und ich denke, dass wir das in den letzten 4 Jahren auch gezeigt haben, dass wir Macht ausgeübt haben und dass wir ganz konkret unsere Politik in diese Regierungsarbeit einfließen lassen haben. Viele Beispiele sind hier heute Morgen schon genannt worden. Christian hat eben in seiner Rede die wichtigsten Punkte auch nochmal benannt. Das Schüler-BAföG, das hat die Linke eingeführt, die rot-rote Regierung hat es natürlich eingeführt, eine langjährige Forderung der Linken. Wir hatten vor einigen Wochen die Auswertung, eine erste Evaluierung des Schüler-BAföGs. Viele der befragten Betroffenen haben ausgeführt, dass sie ohne dieses Schüler-BAföG, und das war eine ganz große Anzahl der Schülerinnen und Schüler, diesen Bildungsgang überhaupt nicht angetreten wären. Das heißt, wir haben mit diesem Schüler-BAföG die Bildungschancen vieler Jugendlichen verbessert und wir haben an der Stelle auch die Durchlässigkeit des Bildungswesens verbessert. Und ich denke, auch darauf sollten wir stolz sein. Wir haben die Schüler-Lehrer-Relation beziehungsweise an der Schüler-Lehrer-Relation festgehalten. Wir haben sie unterboten. Es gab in diesem Land noch keine Legislaturperiode, in der mehr Lehrer eingestellt wurden als diese Legislaturperiode einer rot-roten Regierung. Und wir haben die Kommunalausstattung, und da sitzen ja unsere Bürgermeister, in den letzten 4 Jahren ganz massiv verbessert. Und meine Erfahrung sagt, dass inzwischen selbst CDU-Bürgermeister nicht mehr verhehlen können, dass sie historisch eher hohe Zuweisungen aus dem Landeshaushalt bekommen. 1/3 des Landeshaushaltes geht inzwischen in Richtung Kommunen. Und auch damit haben wir Wahlversprechen eingelöst, die wir in langjährigen Oppositionszeiten gemacht haben. Und da war es auch immer wieder wichtig, aus meiner tiefsten Überzeugung, dass wir zum ersten Mal auch einen linken Finanzminister hatten. Das war ja viel Skepsis am Anfang der Legislaturperiode. Helmut hat sich an, was? Den haben wir natürlich noch. Helmut hat sich an vielen Stellen und immer wieder dafür eingesetzt, Gedanken gemacht, wie können wir unsere Prioritäten finanziell umsetzen, wie können wir unsere politischen Forderungen auch finanziell unterlegen, und das hat er mit sehr großem Erfolg gemacht. Wir haben im nächsten Jahr 3 Wahlen, 3 sehr wichtige Wahlen, die Kommunalwahlen, die Europawahl und die Landtagswahl. Und ich denke, dass wir das Ergebnis, das wir jetzt für Brandenburg für die Bundestagswahl eingefahren haben, nur verbessern können, wenn wir mit unseren eigenen Inhalten stehen und uns nicht an etwaigen politischen Gegnern oder Konkurrenten abarbeiten. Wir müssen für uns Inhalte benennen, die Themen liegen auf der Straße, wir haben sie im Leitbild formuliert, die Herausforderungen für die nächsten Jahre, das sind die Gemeinschaftsschulen, das ist
die ärztliche Versorgung in der Fläche, das ist der Umgang mit dem demografischen Wandel in Brandenburg, das ist die Willkommenskultur, sehr wichtig für die nächsten Jahre, und das ist natürlich auch die weitere Verbesserung der Finanzausstattung der Kommunen und für uns ganz wichtig, das ist die Weiterführung des Länderfinanzausgleiches auf solidarischer Basis. Und ich möchte, und dafür sollten wir im Bundesrat auch weiter kämpfen, dass die Vermögensteuer irgendwann mal das Schicksal des Mindestlohnes teilt, nämlich dass die gesellschaftliche Debatte dann dazu führt, dass sich die CDU auf Bundesebene ernsthaft über dieses Thema wieder Gedanken macht. Vor 2 Jahren auf dem Parteitag, als der Landesvorstand gewählt wurde, fiel der Satz: Wir machen uns auf den Weg. Wir sind inzwischen mitten im Weg, und ich denke, um unsere Ziele umzusetzen, brauchen wir noch ein Stück weit. Deswegen sollten wir im nächsten Jahr Gas geben, damit wir diesen Weg auch weiterführen können und die Themen, die wir benannt haben im Leitbild, in der nächsten Legislaturperiode in der gleichen Position umsetzen können. Vielen Dank.